Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Akuchi the Heartless. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal, haben wir ja das Level... Sekunde... Das Level eh noch beendet. Und genau, jetzt sind wir im vorletzten Level angekommen, und zwar ist das das Level Kaina oder Kane, so wie der Wrestler. Jo, dann würde ich sagen, fangen wir damit auch direkt an. So, Kaina der Klingentempel. Balogun verlangt ihre Loyalität. Zaubern sie das Flammengewand, um zu widerstehen. Gut, das ist ein sehr wertvoller Tipp. Und ich muss mal gerade mal wieder die Cutscene rausschneiden. Nach einer Ewigkeit von Chaos und Gewalt habe ich endlich ein Ziel vor Augen, das nicht Tod und Zerstörung bedeutet. Laut dem Baron soll man Dämonen besänftigen und nicht bekämpfen. Was sagt mir das über sein wahres Wesen? Wenn er unseren Handel nicht einhält, wird er meinen Zorn ebenso spüren, wie mein Bruder es bald tun wird. Uiuiuiui, okay. Akuchi ist ganz schön wütend. Wobei, das kann man verstehen. Also wenn ich durch die Hölle wandern müsste, ich wäre auch nicht begeistert. Und ja, genau. Es war schon so eine Anspielung von wegen, dass der Baron uns doch eigentlich einfach nur verarschen könnte. Ja? Und ja. Ich spoiler mal nicht aufs Ende. Dann könnt ihr ja selber entscheiden. Könnt ihr selber sehen, ob das so kommt oder halt nicht. Genau. Ja, wir sind jetzt hier auf jeden Fall am Seelensucher. Und hier ist ein Typ. Oh Gott. Und wir sind im drittletzten Level, glaube ich, ja. Oder vorletztes sogar. Vorletztes Level schon. Und ja, genau, wir müssen hier einfach nur im ganzen Level diesen Stein da holen, den wir da sehen. Schaut mal. Oh, was ist denn jetzt mit der Mucke hier los? Was ist denn mit der Musik hier los? Einen Moment, ich muss da gerade gleich mal gucken. Ich brauche mal kurz einen Schnitt wegen der Mucke, ja. Also bis gleich. Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder. Ja, keine Ahnung mit dem Sound, es war eben irgendwas Komisches. Wie ihr seht, ich hab's nochmal nachgespielt. Ich habe auch Schaden bekommen, jede Menge. Und deswegen werde ich mich jetzt ein bisschen mehr fokussieren, dass ich jetzt nicht mehr so viel Schaden bekomme. Aber die Mucke ist doch... Wow, was ist das? Oh Gott, hab ich erschrocken. Ist diese fliegende Schlange gewesen? Genau, die kennen wir ja schon aus dem sechsten Level oder so. Und genau, ja. Das Ding muss stehen bleiben, wenn es draußen ist, und zwar genau jetzt. Sehr schön, damit wir da gleich hoch können. Aber ich habe hier schon erstmal was anderes gesehen, und zwar den hier. Den ersten Kopf. Genau, ja, hier will ich auch alle vier kriegen. Ganz klar. Und ich denke, das schaffen wir auch. Oh mein Gott, ja, nicht dagegen laufen. Diese Dinger da ziehen am meisten ab. Wenn ihr euch was mal anguckt. Oh, hör auf mich voll zu scheißen. Ey, 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 ey. Der kommt bis hier hin. Was? Oh, Junge. Ach, so. Ich bin schon fast tot. Mein Leben ist, ja. Ich bin schon fast tot. Da muss man so. Oh, nee. Scheiße. Ah, ich hasse dieses Level, ey. Diese scheiß Klingen da. Boah, mit diesen komischen Judenstern oder was das doch immer da drauf ist, ey. Ich hab keine Ahnung. Oh Mann! Warum springt der denn? Was war das denn? Wie hat sich das denn angehört, okay? Oh Mann, ey. Oh, und jetzt springen! Oh, was ist das denn für einer? Schaut mal den da. Der sieht ja heftig aus hier. Das ist eine Frau! Was? Das ist eine Frau! Okay. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das so sehe. Dass das eine Frau ist. Ah, Gefangennahme. Geil. Sehr schön. Lange nicht mehr gehabt, den Zauber. So, dann schauen wir mal. Jo. Wir bahnen uns unseren Weg weiter. Da ist ein Loch in der Wand. Das auf einmal aufgetaucht ist. Keine Ahnung, wie das geht, aber es geht halt irgendwie. Und ich töte mal eben das Vieh da unten. Ah, jetzt lass dich doch töten, Mann, danke. So, das war der Geist Seelensucher. Oh mein Gott! Ich bin
fast tot, ey. Scheiße. Nur wegen diesen scheiß Klingen da. So, dann. Da ist das Vieh. Sehr schön. Ist das tot jetzt? Ist der tot? Ja, jetzt ist er tot, okay. Oh mein Gott, ich brauche einen Speicherpunkt. Oh, ey. Scheiße. Hier werde ich auch wieder drauf gehen, ganz klar. Oh, ich hasse das. Nein! Ja, toll! Ah, scheiße. Ja, ich kann alles wieder von vorne machen. Es tut mir leid, Freunde. Aber es ist so ein... Ich komme da auch nicht rein. Jetzt... Mach das doch vernünftig. Mensch, sei doch nicht so ein Kind. Er ist ein Kind. Hey. So, jetzt aber... Ach, ist mir egal. Ich renne jetzt einfach da rein. Es tut mir leid, Freunde, dass ihr den Pfad jetzt nochmal sehen müsst. Oh. Was soll ich machen? Ich hatte halt noch keinen Speicherpunkt gehabt, ne? Okay, nochmal das Ganze. Ja, dieses Level ist mir noch so in Erinnerung geblieben. So richtig schön scheiße. So. Ja, egal, ich mach jetzt ein bisschen schneller. Man will ja auch fair sein wegen dem Leben und so, ne? So, dann... Ah, Junge! Ah, hör auf damit! Da kommt noch einer! Warum kommt da noch einer? Oh, die sind jetzt noch nicht mal tot! Was? So, mein Gott! Die sind noch nicht mal tot, okay? Oh, bitte, ey. Was ist da noch? Ist hier noch was? Nee, da ist nichts. Ah! Oh, Mann. Ah, du scheißt mich nicht voll. Nein, du scheißt mich nicht voll. So. Okay, jetzt mal ein bisschen aufpassen hier. Ihm schnell den Kopf holen. Oh, ich habe das alles schon gemacht, ey. Oh, Mann. Jetzt habe ich keine Sehnsucht mehr für den Gegner da oben. Oh, Mann. So, jetzt komm und zack. Sehr schön. Okay, so, dann... Doch, hier sind wir auch Sehnsucher, okay. Wow, Lecksprung. Oh mein Gott. Oh, shit. Oh. So, abwarten. Ist das... Jetzt. Jetzt. Yes, sehr schön. Das hier die Frau. Oh, Junge. Hey. Hey. Was soll das denn? Wie viel hältst du aus? Boah. Okay. Krasser Gegner. Boah, ey. Scheiße, da ist der Gefangenname wieder. Und zack, weg mit dir. Pfft. Ah, Mensch. So. Ja, ich hab das schon gesehen. Mach schneller jetzt. So. Geht weiter. Es gibt hier auch noch eine Stelle in dem Level. Ah, so. Ja, es gibt ja auch noch eine Stelle in diesem Level, wo ich auch verkacken werde. Wahrscheinlich, das ist... Nee, der ist mir jetzt egal. Oder? Nee, ich kill ihn. Komm. Töte ihn. So, weg mit dem. Das hole ich mir nicht, ist egal. Und da hoch. Gott sei Dank. Jetzt habe ich schon viel mehr Leben als vorher. Flammen gewandt. Boah, ich bin erschrocken. Scheiße. Flammengewand, ja. Nein, ich mache hier den Blitzer. Komm, mach den Blitzer. Ah! Mach den Blitzer hier, so. Und hier auch den Blitzer, komm. Ah, nein, was machst du denn? Das ist kindisch. Ah, ich habe jetzt wieder einen Soundbug, ja. Er hat gesagt, da eben, nutze das Flammengewand. Was sehen wir hier? Vernichtungsschlag. Weil hier... sind Zauber drin. Und das reicht genau. Komm, ist mir jetzt egal, komm! Ich habe keinen Bock mehr auf euch Gegner. Mann, ey. Ich werde aber Dings benutzen. Oh, ich werde den Blitzer hier benutzen, komm. Komm. Komm schon. Ah, der kommt nicht. Mensch. Warum wollt ihr das nur rauszögern? So, komm jetzt hier rein, komm. Oh, das sind zwei. Und noch einer, komm. Oh, sehr schön. Ist noch einer? Was? Wollt ihr mich verarschen? So, jetzt komm. Hä? Warte mal. Ah, da hinten ist auch noch ein Gegner. Wow. Ah,
Und mach den hier, ey. Boah. So, komm schon. Ja, sehr schön. Der andere ist auch tot. Aber ja. Ja, ich habe jetzt hier einen leichten Soundbug, aber das ist egal. Ich glaube, das hört man gar nicht im Video. Hm? So, haben wir jetzt hier die Stelle. Genau. Da hinten ist ein Kopf. Den sieht man doch sehr offensichtlich. Und ja, genau. So, dann hier. Ja, zack. Psst. Genau, diese komische Spinne da. So, ja, dann hoffe ich mal, dass ich hier jetzt auf jeden Fall besser durchkomme als im Let's Play. Weil im Let's Play bin ich hier ungefähr 10-mal runtergefallen. Ja, komm, ich habe einen Blitzer. Oh, Junge. Oh, bäh. Bäh. So. Zack, zack. Oh, geile Zauber haben wir hier. Und der erste Speicherpunkt. Oh mein Gott. Oh. Oh, was ist das denn, Alter? Lecksprung. Lecksprung. Egal, passt schon. Oh, was ist das denn? Ist noch... Ah, nein! Das war ich jetzt. So. Mams. Ich brauche die Dinger gar nicht. So, komm dann... Jawohl, voll getroffen. Das ist doch sehr schön. Hier unten war der, ist der dritte Kopf. Und, oh, das ist noch so ein komisches Ding, ey. Das erinnert mich echt an Kindergeburtstag hier. So viele komische Sachen hier kommen. Da. So, weg mit der. So, okay, dann geht's mal weiter hier. Einmal kurz Mikro, so. Ja, sollte passen. Genau, so bahnt sich weiterhin unser Weg hier, ne? Beziehungsweise so ebnet sich unser Weg. Sehr schön. So, dann geht's mal weiter. Ja, wie gesagt, schön hier Akuchi aufnehmen, weil ich probiere, dass ich das bis zu meinem Urlaub am 27. Februar abschließe. Wobei ich nicht garantieren kann, ob das funktioniert, also... Ah, Moment, hier, 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 hier. Hier weiß ich was. Hier oben ist nämlich ein Leben drin. Ein einmal volles Leben ist hier drin. Oh, wo ist denn... Da ist er! So, ich habe ihn gefunden. Hier ist nämlich eine Maske drin. Seht ihr das? Wir bekommen volles Leben. Oh, wie geil. Oh, Junge, jetzt sei nicht so. Scheiß mich nicht voll, Du bist scheiße. So. Und jetzt mach doch... Ach Gott, ey. Gib mir die Seelensucher hier. Ah! Ich treffe ihn nicht. Das ist doch nicht wahr. Moment, gibt's da noch was? Da oben. Nee. Oh, da kommt noch einer. Die nerven jetzt aber langsam. Mit ihren Gegnern, ey. Ja gut, es ist das vorletzte... Alter! Es ist das vorletzte Level. Was will man erwarten? Kommen die jetzt endlos hier, oder was? Ah, Junge. Ah, das ist... Ah! Was hat der? Der hat ein menschliches Gesicht. Das sah voll krass aus eben. Ah ja. Schauen wir mal. Ja, jetzt geht's hier halt weiter, ne? Über diese Dinger da. Boah, das Gas sieht geil aus. Schaut mal. Das sieht richtig cool aus. Und das kommt wahrscheinlich raus, wenn ich hier drauf stehe. Ja, so ist es. Das andere halt auch, ne? Ne, das andere passt noch sehr schön, okay. So, jetzt muss ich aufpassen. Weil jetzt kommt der Part, wo ich im Let's Play immer runtergefallen bin. Immer. Oh, so, muss ich jetzt halt mal gucken, wie ich das mache, ne? Also der ist ja so. Da muss ich einmal hier und dann, oh, einmal hier und dann einmal dagegen. Und dann einmal hier gegen. Und dann einmal einfach dagegen laufen. Puh, so. Ja, okay. Geschafft, soweit. Oh, sehr schön. Und hier. Oh, geil. Ich hab's direkt geschafft. Was? Was? Die Seelensucher gehen auch durch, wenn der verschwunden ist, okay. Aber weißt du was? Dann machen wir hier halt eine kleine Party. So, oh, okay. Kleine Disco. Oh, Junge, diese Ruckler. Mensch. Die Ruckler werden immer nerviger bei dem Spiel hier. So, dann. Komm her. Nein!
Ach, Penner, ey. Hat er mich nochmal gekriegt. So, dann sind wir jetzt hier angekommen. So, da ist nämlich ein großes Herz. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ah, ich dachte schon, ich könnte hier ohne Schaden durch, aber ich bin durch. Puh. Ich glaube, oh, wenn ich jetzt hier runterfalle, ne? Ne. Nicht mit mir, Freunde. Nicht mit mir. So. Sehr schön. So, geschafft. Ich war ein bisschen angespannt. Wenn ich jetzt hier daneben laufe, das wäre auch ärgerlich. Aber ich habe den Stein, damit wir hier rein können. Und ihn hier draufpacken können. Sehr schön. Das ging doch schneller als gedacht, ey. Krass. So, da ist nämlich jetzt erstmal da hinten wieder so eine Dämonenfrau. Zack. Ja, der Vernichtungsschlag ist echt mächtig. Muss ich echt sagen, ey. So. Dann haben wir hier einmal volles Leben wieder. Hätte ich gar nicht gebraucht, ey. So. Jo. Die Flammen gehen aus und toll. Noch mehr Fallen. Wie wir es ja kennen, ne? Aber ich habe viele Zauber noch. Ist gut, ey. Ja, das Level war ein bisschen großzügig mit Zaubern. Oh, Junge. Oh, shit. Egal. Wenn das wieder runterkommt, gehe ich erstmal darüber, weil, wie ihr vielleicht gesehen habt, da hinten ist der letzte Kopf. Oh, Mann, ey. Ich hasse das so, ey. Diese scheiß Klingenplattform, ey. Oh! Uff, Alter. Was ist das denn hier, ey? Oh. So. Das habe ich. Ey, ich krieg vielleicht sogar die letzte Erweiterung hier, wa? Für die Energie. Das wäre ja geil. Das wäre richtig geil. Wenn ich das kriegen würde, weil im Let's Play habe ich die nicht gekriegt. Da war das hier quasi das letzte schon, die Energieleiste. Oh man, Ruckel. Ja, wie soll ich. Nee. Das kann ich nicht abteilen mit Rucklern. Eine Sekunde warten. Weil die kommen nach vorne. Und dann gehen die irgendwann rein. So, und dann, wenn die reingehen, dann ist es unsere Chance rüber zu gehen. So wie jetzt. So. Abwarten, bis der nächste kommt. Abwarten. Und abwarten. Komm, lauf da, lauf rein. Nein. Nein. Ach, Mann. Egal, aber der Gegner ist auch reingelaufen. Wow, das war knapp, ey. Ja, ich muss jetzt eigentlich einfach nur... Ah, ich habe hier wieder irgendwelche Soundbugs. Die Musik spielt nicht richtig ab, aber ich glaube, das ist wegen dem Soundbug hier. Aber es ist egal, komm. Oh mein Gott, jetzt muss ich aber echt aufpassen. Ich darf mich nicht mehr so oft von den Dingern treffen lassen. Oh mein Gott! Alter Schwede, ich mache hier echt mal einen Safe State, weil ich bin fast durch. Es ist nicht mehr viel. Oh mein Gott. Es ist nicht mehr viel. Und da kommt jetzt noch ein Gegner, befürchte ich, oder? Scheiße, ja. Nein! 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 Oh Gott sei Dank, ey. Ah, nein! Boah. War Flammengewand, das ist jetzt meine letzte Chance. Boah, ey. Und ich bin an der Grenze zum Wahnsinn hier, ey. Boah, oh. Uff. Uff. Oh, ho, ho. Oh Gott, guckt euch das mal an, ey. Ich bin fast tot. Und wenn ich jetzt hier runterfalle, bin ich tot. Oh Mann. Oh Mann, ich hab's geschafft. Alter, oh, ist das heftig, ey. Mit letztem Leben noch hier durch, ey. Oh Gott. Egal, ich hab alle, glaube ich, hä? Hab ich alle? Yes! 48 von 48. Sehr geil, okay. Ja, boah, ey. Keiner geschafft. Das ging schneller als erwartet, aber es war auch schwerer als erwartet. Also, wow. Ja. Oh. Die Zeit wird für dich und deine Kisho knapp. Durchmisst das Treibgut von Gehenna und birg Sadikis Siegel. Bring mir das Siegel und
deine lange Reise wird beinahe zu Ende sein. Ja, red nicht so eine Scheiße. Ich weiß schon, was am Ende kommt. Naja, ist ja auch egal. Ja, Freunde. Wir haben Kana mit unserem letzten Lebenszug gemeistert. Und ja, wenn ich mir die Puppen so angucke, kriegen wir doch echt noch die nächste Erweiterung. Das ist geil. Dann habe ich wirklich alle Lebenserweiterungen, die man kriegen kann. Ne? Ja, Freunde, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Es war mir wieder eine große Ehre, mit euch hier Akuchi the Heartless spielen zu können. Und ja, genau, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja, dann würde ich sagen... Ach, was sage ich denn nur? Ich schneide es einfach zusammen und wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Ciao, ciao.